Shalom, Shalom an die Auserwählten Israels. Okay. Heute geht es darum, weil unser Volk von Frauen beherrscht wird, okay. Auch wenn du es nicht merkst, es gibt Brüder da draußen, die werden 1:1 von Frauen beherrscht. Okay. Als Männer, vor allem als Männer Israels, okay, dürfen wir uns nicht von Frauen kontrollieren lassen. Weil die meisten Frauen heute nicht den Wert haben, okay, den sie vorgeben zu haben, okay. Natürlich ist heute die Ausgangsposition anders, ja. Eine Frau ist normalerweise so mit dem Alter 20 sowas, okay, heute keine Jungfrau mehr. Normalerweise, es gibt natürlich viele Einzelfälle auch, wo es dennoch der Fall ist, okay. Oder welche, die jetzt zum Beispiel nur mit einem Mann geschlafen haben oder so. Aber wenn wir uns mal einen Artikel hier anschauen, okay, dann wirst du ziemlich schnell sehen, worum es eben allgemein geht, ja, auch im Kingdom, also im Königreich, was kommt. Ja, weil es ist nämlich ein Königreich für Männer, nicht für Frauen, okay. Weil die Frauen unter uns stehen und im Kingdom vor allem, okay, tun müssen, was wir sagen, okay, und nicht andersrum. Weil Frauen sind einfach geschaffen für Männer und nicht andersrum, okay. Das heißt, eine Frau ist eigentlich nur geschaffen, um für den Mann sozusagen eine Hilfe zu sein, eine, also im Kingdom wird es tatsächlich, sage ich mal, einen Sklavenstatus schon fast mit sich bringen, ja. Aber im Allgemeinen ist es eher als, wie sagt man, handlangermäßig so ungefähr. Ja? Also wenn du hier irgendwie, ist ein bisschen schwer zu erklären, okay, ich glaube, dafür gibt es keinen Begriff. Aber sie ist halt einfach eine Stütze sozusagen, okay. Und natürlich für den Sex ist sie auch da, okay, aber mehr ist da im Endeffekt nicht, okay. Sie kann dir geistlich nicht wirklich viel Rat geben, okay, weil uns Männern wurde das Geistliche gegeben, okay, also geistliche Unterscheidung etc., okay, deswegen siehst du auch in Timotheus, 1. Timotheus 2,12, Eva wurde verführt, okay, und dann sagt er noch, dass er einer Frau nicht erlaubt zu lehren und, okay, das war Paulus zu Timotheus, okay, jetzt lesen wir mal hier den Artikel, okay. Frauen tragen für immer die DNA von dem Mann in sich, mit dem sie geschlafen haben, okay. Und das ist halt allgemein das Problem, deswegen war es damals so, dass Israeliten damals schon teilweise King David oder sowas mit 14, 15, 12 teilweise ihre Frauen bekommen haben, okay, weil sie da eigentlich die Flower, die Blume ihres Alters erreichen, okay, also sprich, da sind sie eigentlich am schönsten, laut Bibel, okay, in der heutigen Gesellschaft ist es natürlich nicht so, okay, und es gibt Pädophile da draußen, die im Endeffekt es nicht einsehen wollen, ja, und auch mit, hier Missbrauch und sowas ist üblich, okay, allgemein, und, okay, aber im Kingdom wird es halt wieder so sein, also im Königreich wird es halt wieder so sein, und es ist auch ein Teil des Evangeliums, okay, und es ist halt nun mal so. Und grundsätzlich hast du dann mit 20 heute sozusagen, natürlich Frauen, die schon hier öfter Sex hatten und auch mit verschiedenen Männern, okay? Und wenn du eine hast, die jetzt irgendwie da nur mit einem Mann Sex hatte und sagen wir mal zum Beispiel, der ist verstorben, ja, dann ist sie ja wieder sozusagen legal, dann ist sie zum Beispiel legal keine Jungfrau mehr. Nur so ein Beispiel, okay? Weil eine Frau darf sich nicht scheiden lassen, weil das dem Mann unterstellt, in der Macht liegt, okay? Eine Frau ist nicht da, um hier großartig zu bestimmen, okay? Aber in der heutigen Gesellschaft bzw. im Gesetz von Esau Edom, okay, da wird die Frau hingestellt, als wäre sie über dem Mann, so ungefähr. Im eigentlichen Sinne wird so hingestellt, okay? Natürlich wirst du es da jetzt nicht lesen oder sowas. Ja, da wirst du Gleichberechtigung lesen, aber im Endeffekt ist es das, okay? Ist natürlich jetzt insofern die Frage, inwiefern ist es Profit, wie viel Profit bringt das in der heutigen Zeit? Bis zum Kingdom wird es wahrscheinlich noch so sein, ja, weil, beziehungsweise wenn jetzt natürlich, sage ich mal, die Hölle runterkommt auf Erden, okay,
wenn alles jetzt hier sein Ende erreicht, ja, mit Krieg und so weiter und so fort, dann wird die Frau ziemlich schnell erkennen, ja, auch die, die es nicht erkennen wollen, dass sie eben nicht gleichberechtigt sind, sozusagen, okay. Aber das werden wir noch sehen, okay, vor allem im Kingdom, wie gesagt, da wird sich's wieder in Ordnung vorfinden lassen, okay. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesaja 3,12, okay, Frauen beherrschen mein Volk, sagt der Jehova, okay, der Gott Israels, okay, der Israeliten, nicht allerlei Gott. Und das ist das, was du heute auch teilweise noch siehst, okay. Dann liest du noch Micha 7,10, sie, die meine Feindin ist, wird man halt sehen, das heißt, wenn sie dann auf den Gassen treten wird, das heißt, das ist dann vor allem die, die heute hier die. Die Bitch spielt, okay, vor allem die israelitische Frau, weil die wird es am krassesten treffen, okay, und das ist dann echt nicht lustig. Also ich habe gestern was über Atombomben gesehen in Doku, okay, und die Bilder, die diese Leute erfahren haben, als die Atombombe in Hiroshima, okay, eingetroffen ist, das war echt krass, okay, was sie da gemalt haben und sowas, okay, weil es sind die einzigsten, die es überhaupt gesehen haben und die wissen, was da ablief, okay. Die Leute sahen nicht mehr aus wie Leute. Ja, die haben Asche überall, teilweise, keine Ahnung, Arm ab oder sowas. Die Flüsse haben nur noch Leichen von sich, mit sich getragen. Die Leute sind sogar mit den Armen nach oben rumgelaufen, weil sie dachten, das lindert die Schmerzen, okay? Also sie sind im Endeffekt rumgelaufen wie Zombies, okay? Und die eine wurde dann gerettet, dadurch, dass ein Soldat oder so sich den Weg zwischen 20 Leichen zu ihr geschaufelt hat, weil die Schule da zusammengebrochen ist, okay. Und allein der Blitz der Bombe, okay, und du musst überlegen, heute sind die Bomben tausendmal so stark, okay, tausendmal so effektiv, okay, und damals in Hiroshima war allein der Blitz dieser Bombe, also das Licht, das daraus entstand, so heftig heiß, okay, dass es schon deine Klamotten zum Feuer fangen bringen konnte, okay? Und sie hat selber auch nur überlebt, weil sie zwei Hosen anhatte an dem Tag, zufälligerweise, okay? Schau einfach mal selber, okay? Aber das ist halt das, was diese Welt erwarten wird, okay? Weil Esau Edom hat es definitiv zu weit getrieben und das ist halt einer der Hauptgründe sogar, okay? Weswegen es nicht so weitergehen kann, weil Frauen können nicht über Männer herrschen, okay? Und das siehst du allein in der Schöpfungsordnung schon, okay? Lass uns mal weiterlesen. Laut einer Studie tragen Frauen für immer die DNA von Männern in sich, mit denen sie Geschlechtsverkehr hatten. Ist es bei Männern so, dass sie irgendwas von den Frauen mitnehmen, wenn sie mit ihnen geschlafen haben? Nein, natürlich nicht. Deswegen siehst du in der Bibel auch, dass Männer mehrere Frauen hatten. Polygamie ist in Esau Edom und seinem System ja auch verboten. Okay, das müssen wir vorstellen. Also es ist komplett entgegengesetzt zur Bibel. Sprich, Esau Edom ist am weltlichsten überhaupt, beziehungsweise er hat am wenigsten was mit der Bibel zu tun, okay? Und von so einer Person willst du dir bitte auch nicht die Bibel in irgendeiner Form erklären lassen, okay? Noch nicht mal mit ihm reinschauen am besten. Also sogenannte weiße Mann, okay? Nicht alle von denen sind Esau Edom, okay? Es gibt auch viele Hamiten und sowas. Es gibt sogar einer von 10 oder so, okay? Wie auch immer. Gibt es auch Israeliten unter denen, okay? Aber das ist halt nur mal, du kannst nur mal von dem sogenannten weißen Mann kannst du anfangen, Esau abzusuchen, und vom sogenannten dunkelhäutigen Mann kannst du anfangen, die Israeliten abzusuchen, um es mal so zu erklären, okay? Es gibt natürlich auch dunkelhäutige Edomiter und dunkelhäutige, was weiß ich, Hamiten sowieso, okay? Aber die meisten von Esau Edom oder fast alle von Esau Edom sind nun mal auch sogenannt hellhäutig. Okay. Beziehungsweise schau einfach an die Banker und sowas, wie die aussehen. Okay, das sind alles sogenannte hellhäutige. Okay. Die Esau Edoms Spitze. Okay. Da siehst du hauptsächlich diese Leute, fast nur diese Leute. Okay, und wie gesagt, dort fängst du an, nach Esau Edom zu suchen. Okay. Und du wirst auch die meisten von eben diesem Geschlecht als solche dann wiedererkennen, sobald der Herr sie richtet. Okay? Weil wir selber können auch nur unter bestimmten Bedingungen unterscheiden. Okay? Geisterunterscheidung ist eine Gabe, die du dafür auch haben musst. Okay?
Aus diesem Grund sollte man sich als Frau gut überlegen, mit wem man schlafen sollte. Anfangs versuchte diese Studie nur herauszufinden, ob Frauen mit einem Jungen schwanger waren, für bestimmte neurologische Erkrankungen auffälliger sein könnten, die bei Männern häufiger auftreten. Doch als die Wissenschaftler das weibliche Gehirn noch weiter untersuchen, begann die Studie stark vom Kurs abzukommen. Es hat sich herausgestellt, dass das weibliche Gehirn noch rätselhafter ist, als man bisher dachte. Okay, und du wirst noch irgendwas lesen von die Spermien, okay? Die setzen sich sogar hinter dem Auge dieser Frau ab, okay? Von jedem Mann, wie gesagt, mit dem sie geschlafen hat, hinter dem Auge, okay? So ungefähr im Gehirn halt, okay? Also sprich, jeder Mann, mit dem diese Frau geschlafen hat, okay? Die Spermien von diesem Mann sind sogar hinter ihrem Auge noch geborgen sozusagen, okay? Deswegen ist es nun mal so, wie die Bibel sagt, okay? Und alles andere ist schlichtweg nicht wissenschaftlich, okay? Aber wie gesagt, die Bibel ist Wissenschaft auf einem anderen Level, okay? Deswegen wirst du hier sogar heute noch Wissenschaftler sehen, die das langsam auch erkennen, okay? Und die verstehen, ja, eigentlich sind wir hinten dran, okay? Aber das solltest du selber wissen, okay? Anfangs versuchte diese Studie nur herauszufinden, ob Frauen mit einem Jungen, bla bla bla. Doch als die Wissenschaftler das weibliche Gehirn noch weiter untersuchten, begann die Studie stark vom Kurs abzukommen. Die Studie fand heraus, dass im weiblichen Gehirn oft männliche DNA anwesend ist, okay, die von einer anderen Person stammt und sich genetisch von den Zellen unterscheiden, aus denen der Rest der Frau besteht. Laut dieser Studie hatten 63% der getesteten Frauen fremde DNA im Gehirn, die in mehreren Hirnregionen vorhanden war, okay, also es setzt sich sogar in mehreren Hirnregionen ab. Okay. Und die Frau wird sich dann entsprechend auch, wenn sie DNA von einem Mann hat, natürlich auch entsprechend verhalten, in gewissen Zügen, wie auch immer, okay. Und wenn es nur was Kleines ist, okay, das weißt du nicht, aber es wird immer etwas von diesen Männern enthalten sein, auch in ihrem Charakter, von ihrem Verhalten her. Deswegen wirst du im Königreich, im Kingdom, okay, sowas nicht haben, okay, wie gesagt. Jetzt mal angenommen, du hast dein Schloss, okay, und du siehst dort Handmaids, was weiß ich, die Wäsche machen, was für Wäsche, okay, aber halt irgendwas machen, okay. Jetzt mal angenommen, sie gefällt dir, okay, dann wirst du ein Kind mit ihr zeugen. Und meistens hatte diese noch nicht, oder die hat allgemein dort noch nicht Sex gehabt, okay. So wirst du es dort sehen. Okay, natürlich werden Frauen auch in dieser Weltzeit gerettet und mitgenommen ins Kingdom. Okay, und ihnen wird ein neuer Körper gegeben, weil das so nicht geht. Okay, du kannst nicht von Esau Edom, especially von Esau Edom, irgendwelche DNA im Kingdom haben, im Königreich. Okay, es geht nicht. Okay, da kommst du gar nicht rein mit solcher DNA. Okay, weil wie gesagt, die Engel, Gott und Jehovah Shai, also Jesus, sind alle sogenannte Dunkelhäutige. Okay, und genauso werden alle auch dunkelhäutig. Sogenannt dunkelhäutig werden, okay, weil das auch mit Physik zu tun hat, weshalb Melanin, sagen wir es einfach so, okay, nicht nur wertvoller, sondern auch effektiver für sich ist, okay. Wie gesagt, und dort wird es halt wieder so sein, das heißt, in einem Augenzwinkern werden wir verwandelt, okay, weil es im Endeffekt so sein sollte auch, okay, das liest du in sogenannten Neuen Testament, dass die Toten in Yahawashai, okay, als Erster auferstehen, okay, und dann auch die, die jetzt momentan da noch leben, okay, die kriegen alle einen neuen Körper zur selben Zeit, siehst du? Und auch die Frauen, okay, weil wie gesagt, DNA, okay, von Esau Edom oder überhaupt fremde DNA von nicht nur einem Mann, okay, geht nicht, okay, deswegen wirst du sowas im Kingdom, im Königreich nicht sehen. Okay, und du wirst auch nur eine Frau im Königreich Kingdom sozusagen befruchten, die eben noch nicht befruchtet wurde, okay? Weil eine Frau ist nicht dafür gemacht, um von mehr als einem Mann befruchtet zu werden, okay? Es ist einfach wissenschaftlich nicht so gegeben, okay? Die Forscher wollten wissen, woher die männliche DNA kam, von den Vätern der Frauen. Nein, die DNA des Vaters kombiniert sich mit der Mutter, um eine einzigartige DNA zu erschaffen. Also jeder hat hier einzigartige DNA, okay?
Zunächst nahmen die Forscher an, dass die gesamte männliche DNA, die im weiblichen Gehirn gefunden wurde, von einer Schwangerschaft mit einem Jungen stammt. Doch leider kam es doch ganz anders als gedacht. Denn selbst bei Frauen, die noch nie schwanger waren, war ebenfalls männliche DNA im Gehirn vorzufinden. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Wissenschaftler nicht, was los war. Sie versuchten zunächst, die Beweise so lange zu verbergen, bis sie es selbst verstehen und erklären konnten. Sie haben es in vielen Unterstudien und Artikeln vergraben. Doch wenn man sie alle durchgeht, erfährt man, woher diese männliche DNA-Zellen kommen. Wovor haben die Wissenschaftler so also Angst? Okay. Männliche DNA war nicht selten bei Frauen ohne Söhne vorzufinden. Zu den möglichen Ursachen gehören neben gewöhnlichen Schwangerschaften auch unbekannte Fehlgeburten, verschwundene männliche Zwillinge, ein älterer Bruder, der durch den mütterlichen Kreislauf übertragen wird, oder ganz einfach Geschlechtsverkehr. Okay? Männliche DNA ist bei Frauen mit Abtreibungen vermehrt aufgetreten als bei Frauen mit anderen Fällen einer Schwangerschaft. Laut den Wissenschaftlern sind somit die möglichen Quellen der männlichen DNA-Zellen, die in den Gehirnen der Frauen leben, folgende: Eine Abtreibung, okay, von der die Frau nichts wusste, ein männlicher Zwilling, der verschwunden ist, ein älterer Bruder wurde durch den mütterlichen Kreislauf übertragen, und viertens Geschlechtsverkehr. Wie schon vorhin erwähnt, tragen 63% der untersuchten Frauen männliche DNA in ihren Gehirnen. Okay? Welche der genannten Möglichkeiten könnte daher die wahrscheinlichste Ursache sein? Okay, und deswegen ist ein Mann, okay, gleich unter Jesus, unter Jahweh, okay, sogenannten Jesus, weil eine Frau kommt nach dem Mann, weil sie einfach nicht dafür geschaffen ist, über einen Mann zu stehen oder über einen Mann zu regieren, wie auch immer. Okay, eine Frau ist ein Servant, okay, ein im Endeffekt zur Hilfe da. Okay, sie ist selber nicht das geschaffene Wesen, was herrschen soll. Okay, deswegen wirst du sowas im Königreich auch nicht sehen, und heute solltest du auch niemanden sehen als eine Frau, die Männern etwas aus der Bibel beibringen will. Okay, die jetzt lehrt oder irgendwas da aus der Bibel predigt oder so, okay? Ich habe gestern eine Frau gesehen, die im Internet von Brüdern Videos hochlädt, okay, und zu ihrem Kanal verlinkt. Super Sache, okay? Mehr sollte sie auch nicht machen. Allein die ganzen Kommentare und sowas sind eigentlich unnötig, okay? Weil eine Frau einfach da ist, um still zu sein und ihrem Mann zu dienen, und einem Mann vor allem, okay? Und wenn sie es nicht verstanden hat in ihrem bisherigen Leben, dann muss sie es jetzt verstehen, okay? Weil es werden Unmengen an Frauen, okay, und du kannst dir nicht vorstellen, was vor allem Atombomben auch anrichten werden in dieser Zeit, okay. Aber es ist natürlich alles Jahwe, okay, das ist alles Gott, der das macht, okay. Und er wird auch noch viele andere Mittel einsetzen, um vor allem auch viele Frauen grausam zu töten, okay, weil sie es einfach nicht verstehen wollen. Welche der sogenannten Möglichkeiten könnte daher die wahrscheinlichste Ursache sein? Die ersten drei Punkte gelten für einen geringen Prozentsatz von Frauen. Sie konnten unmöglich die 63% erklären. Die Antwort ist daher sehr einfach. Es ist Punkt Nummer 4, Geschlechtsverkehr. Denn dieser hat sehr wichtige Auswirkungen für Frauen. Jedes Mal, wenn sie von einem Mann Spermatozoen aufnehmen, wird das für sie ein lebendiger Teil ihres Lebens. Okay? Wie gesagt, ein lebendiger Teil ihres Lebens. Glaubst du, Gott will es? Dass deine Frau rumläuft mit, was weiß ich, 20, 30 verschiedenen. Eine Frau ist im Endeffekt Verwirrung, okay? Verstehst du? Weil sie eben dadurch gezeichnet ist, okay? Ein Mann kann sowas nicht passieren, okay? Ein Mann kann sowas nicht passieren. Natürlich kann ein Mann Ehebruch begehen und dann größte Sünde begehen und somit auch gerichtet werden. Okay? Aber das, was du hier liest, kann mit einem Mann nicht passieren, weil sein Körper nicht so geschaffen ist. Okay? Und jedes Wesen wird heute als Frau oder Mann geboren. Okay? Sagt ja auch die Wissenschaft. Okay? Gefühle spielen im Endeffekt keine Rolle. Okay? Aber Esau Edom würde dir sagen, doch. Siehst du? Deswegen muss Esau Edom auch gehen. Auch grausam getötet werden. Okay? Weil geht gar nicht. Okay? Das ist nicht heilig, das ist nicht schön, okay, und die Frauen wissen selber nicht mal, okay, wie sie sich manchmal so verhalten, okay, und dabei wissen sie nicht, dass es im Endeffekt all die Männer sind, mit denen sie geschlafen haben, okay, die in ihr da rauskommen, okay. Siehst du schon, wie dämonisch das ist, okay, wenn es mehr als ein Mann ist, okay.
Aber wie gesagt, du hast natürlich Gott, der da auch mitspielt, der den Geist auch steuert. Das heißt, wenn du jetzt mal eine legale Witwe zum Beispiel hast, dann passiert er halt, dann macht er halt irgendwas. Natürlich jetzt rein physisch wird er jetzt nicht viel machen, womöglich doch. Aber geistig wird er natürlich trotzdem, weil er immer mit Rechten und Prinzipien handelt. Okay, er hat zum Beispiel Esau, Edom gehasst. Okay, das ist ein Prinzip. Okay, sowas machst du aus einem Vertrag sozusagen heraus. Was für ein Vertrag des Erstgeburtsrechts? Okay, was Jakob zusteht. Jakob ist der Bruder von Esau. Okay, und danach wird er auch gesegnet. Okay, weil ihm dieses Erstgeburtsrecht gegeben wurde. Okay, und du siehst halt in der ganzen Tora nur Rechte, Gesetze, zum Beispiel auch. Okay, aber ich rede jetzt von Rechten. Okay, und darum geht's. Okay, das heißt, wenn du da jetzt eine legale Witwe hast, dann ist sie rechtlich wieder frei für einen neuen Mann. Okay, weil sie dann sozusagen keine Schlampe ist, sondern weil sie halt dann einfach ihren Mann verloren hat, okay, aber als Jungfrau mit ihrem Mann da in der Ehe gegangen ist und so, okay. Deswegen hat das schon auch was mit Physik zu tun, aber manchmal geht Recht über Physik, okay. Deswegen wird eine israelitische Frau, wenn sie heute Buße tut und sich auf einen Mann fixiert und bei einem Mann bleibt, ein Mann kann auch seine Frau verlassen, aber nicht andersrum, okay, und ein Mann kann auch ein Gelübde von einer Frau aufheben am selben Tag noch, wenn er es bemerkt oder es ihm nicht gefällt und nicht andersrum, okay, und eine Frau lehrt einen Mann nicht und eine Frau, ein Mann lehrt eine Frau und nicht andersrum, okay, ganz einfach. Okay. Und wenn du es nicht glauben willst, dann musst du grausam zerstört werden. Okay, auch die israelitische Frau natürlich. Selbstverständlich. Okay, es ist für Gott so selbstverständlich, okay, dass man es manchmal fühlen muss. Okay, wenn du es nicht glauben willst. Und somit sind wir im Endeffekt Jungfrauen, okay, auch die Männer sind Jungfrauen, okay, sobald sie an Yahweh Shai glauben, natürlich davor die Tora halten, weil die Tora ist Yahweh Shai. Okay, und das heißt, dann wirst du sozusagen zu einer Jungfrau. Okay, für Gott aus. Wie gesagt, er handelt mit Rechten. Okay, und das ist zum Beispiel so ein Recht. Okay. Denn dieser hat sehr wichtige Auswirkungen für Frauen. Jedes Mal, wenn sie von einem Mann Spermatozonen Zonen aufnehmen, wird das für sie ein lebendiger Teil ihres Lebens. Okay, muss man überlegen, was das für Auswirkungen hat. Die Frauen, die in dieser Studie untersucht wurden, waren älter. Einige hatten die lebendige männliche DNA seit mehr als 50 Jahren in sich getragen. Okay, seit mehr als 50 Jahren, also im Endeffekt ihr ganzes Leben lang. Okay, Sperma ist lebendig. Okay, Sperma ist das, was den Samen Israels fortbestehen lässt. Okay, dieser ist auch lebendig. Okay, genauso wie der Vertrag zu Esau, zu Jakob lebendig ist, okay, und dieser immer weiter bestehen wird, auch wenn Esau Edom alles versucht, um das zu ändern, okay, ist im Endeffekt auch der Grund, weswegen er uns hasst. Es sind lebende Zellen. Wenn es in deinem Körper gelangt, dringt es in dein Gewebe ein. Falls es in deinem Mund ist, klettert es in deine Nasenwege, dein Innenohr und hinter deine Augen, okay. Und du denkst wirklich, okay, dass Gott die Frauen macht, um mit mehr als einem Mann zu schlafen, wenn all das der Fall ist. Wach auf, okay? Wach auf. Okay? Wobei das die meisten eigentlich noch wissen sollten, okay? Aber allein die Fakten, die ich dir jetzt hier vorgelesen habe, die wissen die meisten Frauen nicht, okay? Und die meisten Männer, okay? Und deswegen wirst du, wie gesagt, im Königreich, in Kingdom sowas nicht sehen. Und die israelitische Bitch, die muss einfach auch sowas von gerichtet werden, okay, in der Zeit, in der wir leben. Okay, ist nicht so, als wäre es noch irgendwie hin, okay, weil es geht so nicht, okay. Aber wie gesagt, Satan, Esau Edom ist ihr bester Freund, okay, und sie denkt, wahrscheinlich noch, bis sie zerstört wird, sie kann weiter so machen. Auch nicht alle, aber viele. Okay. Dann gräbt es sich ein, es dringt in deine Blutbahn ein und sammelt sich in deinem Gehirn und in deiner Wirbelsäule. Okay? Und du liest in der Bibel etwas von, ein Kleiner soll zu Tausenden werden. Das heißt, ein kleiner Israelit im Kingdom, im Königreich, okay, wird viele Frauen haben und viele Söhne und viele Töchter haben.
Und es ist nicht so, dass die Frau viele Männer hat dort, okay? Wie gesagt, das ist das im Endeffekt, was Esau Edom dir verklickern will in der heutigen Zeit. Okay, deswegen stellt er die Frau so hin. Okay. Wir Israeliten lieben Frauen, okay? Sogar mehr als Esau Edom, sonst wären die meisten von Esau Edom nicht schwul. Siehst du? Aber wir erzählen dir auch die Wahrheit, okay, und helfen dir, dass du nicht grausam zerstört wirst und grausam abkratzt, okay? Nicht mal das verstehen einige. Weil wir kennen unseren Gott, okay, und wir wissen, was er kann, okay, auch wenn du es nicht glauben willst. Das hier wirst du wahrscheinlich auch nicht glauben, aber es ist so, okay, Pech gehabt. Pech gehabt. Deine Gefühle zählen nicht, okay, es zählt, was logisch ist, okay, und was Sinn ergibt, okay. Und das wirst du immer mehr sehen, okay. Dritte Weltkrieg. Macht nicht unbedingt Sinn, okay, aber Israeliten haben den auch nicht angefangen, okay. Und Israeliten haben im Endeffekt auch nichts damit zu tun, außer dass ihr Gott diesen hervorhebt, beziehungsweise auslöst. Okay, alles, was du siehst, sogar die Atombomben, sind eigentlich nur da, weil Gott es so wollte. Okay. Und das ist halt die Wahrheit, und deine Gefühle spielen sowas von überhaupt gar keine Rolle, okay? Dass es schon eigentlich lächerlich ist, hier überhaupt darüber reden zu müssen, okay? Aber es ist auf jeden Fall auch für manche hier auch einfach gut zu wissen, okay? Es ist wie aus einem Science-Fiction-Film, es wird ein Teil von dir und du kannst es nicht mehr loswerden. Es gibt einige Fälle, die davon berichten, dass manche Kinder nicht so wie ihre Väter aussehen, sondern wie der Ex-Sexualpartner bzw. eine Mischung aus mehreren. Je mehr Fremd-DNA, desto weniger das Aussehen des Vaters. Vielleicht geht es dabei auch nicht nur um das Aussehen, sondern auch die Eigenschaften, die übernommen werden. Fragezeichen. Okay, sie wissen es nicht. Wie sollen sie es wissen? Okay. Wenn sie halt im Endeffekt, okay, den menschlichen Körper noch nicht mal ganz verstehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, du wirst immer mehr sehen, wie die Bibel, okay, die ganzen wissenschaftlichen Vermutungen, die einfach keine Fakten sind, weil es gibt viele Fakten, die in der Wissenschaft entdeckt wurden. Aber eben nicht alle. Alle weiß nur der Herr, deswegen hat das uns in der Bibel schon geschrieben. Okay, kannst du nachprüfen. Okay, aber wie gesagt, wirst immer mehr sehen, dass die Bibel einfach die ganzen Nicht-Fakten wegklatscht. Okay, vor allem mit den Tatsachen, die hier eintreffen werden. Okay, angeblich scheint auch das Risiko für Behinderungen deutlich größer zu sein. Okay, bei so einer großen DNA-Ansammlung verschiedener männlicher Zellen. Okay. Erst jetzt beginnen wir, die volle Macht und die Auswirkungen des Geschlechtsverkehrs zu verstehen. Hier könnte man fast meinen, erst jetzt beginnen wir, die volle Macht und die Auswirkungen von Yahweh zu verstehen, okay? Und was er in der Tora und in der Bibel geschrieben hat. Ja, ach nee, okay. Aber wie gesagt, Esau Edom wird alles dafür tun, okay, damit du grausam in der Endzeit, okay, wo wir drin sind, grausam leiden musst und grausam zu Tode gerichtet wirst von Yahweh, okay, dem Gott der Israeliten. Weil er selbst, okay, er selbst weiß, dass er zerstört wird und ihm ist es komplett egal. Und es liest du auch, dass Satan versucht, alle mitzureißen in den Tod letzten Endes. Okay, aber wie gesagt, kein normaler Tod, sondern richtig grausam. Okay, und wie gesagt, schau mal eine Doku irgendwie, ja, what would happen, okay, in the next nuclear war or something, okay. Irgendwie sowas wird schon geben. Okay, es gibt einige da draußen, die relativ interessant sind. Hiroshima ist halt ein besonderer Fall und Nagasaki oder wie die Stadt heißt. Okay. Aber vor allem Hiroshima, weil das war halt die krasseste Bombe, die da halt in den letzten 100 Jahren, ich glaube, das war 1945, wo das war, hochging. Und die haben sie noch aus der Luft abgeschmissen. Okay. Und sie haben es so gemacht, dass diese Bombe noch in der Luft explodiert. Weil wenn sie auf dem Boden explodiert wäre, dann hätte sie weniger Kraft letzten Endes auf dem Boden bzw. auf die Stadt selber und die Einwohner ausgewirkt. Weil wenn sie in der Luft explodiert, musst du dir vorstellen, dann hat diese Welle, okay, weil es ist ja so eine Welle, die sich nach außen hinträgt, quasi einen doppelten Effekt, okay? Weil die Welle ja erstmal auf dem Boden auch aufschlägt, weil die Bombe ja wie gesagt in der Luft ist. Und diese Welle muss dann irgendwo hin und sie geht nicht auf den Boden, wie es normalerweise wäre, wenn du sie auf dem Boden hättest platzen lassen, sondern sie beginnt dann sich zu dieser anderen Welle anzuschließen, okay, die schon da ist, okay.
Und dann ist es halt so eine richtig krasse Zerstörungskraft, okay? Eine doppelte quasi, okay? Und die wurde von den USA auf Hiroshima abgeworfen, okay? Und diesmal wird es allerdings andersrum sein, okay? USA wird es richtig krass treffen, weil es Babylon ist, okay? Das, glaub mir, das ist schon echt grausam, okay? Aber wie gesagt, es wird noch. Es wird sogar Tode da draußen geben, wo ein Atombombenkrieg noch schön aussieht, okay? Und wie gesagt, dort sind die Leute rumgelaufen, okay? Teilweise mit einem Arm und sowas, okay? Oder wie Zombies rumgelaufen. Und dann musst du dir überlegen, kommt noch die Seuche hinterher? Die sind heute tausendmal so effektiv, diese Bomben, die heute geschmissen würden, okay? Tausendmal. Jetzt musst du überlegen, jetzt kommt Jahwe mit den ganzen Plagen vom alten Ägypten noch zurück, okay? Und so weiter und so fort. Also ist schon echt richtig hässlich, okay? Was Esau Edom dir erzählen will und was aber die Wahrheit ist, okay? Und jetzt sagen dir sogar die Wissenschaftler, okay, Sachen, die du selber nicht mal weißt, wieso? Okay? Weil du die Bibel halt einfach nicht gelesen hast, okay? Oder du halt dem einfach nicht Glauben schenkst. Aber wie gesagt, die meisten wollen lieber grausam sterben, okay, als zu überlegen, okay, ob die Bibel wirklich wahr ist. Und damit würde ich es auch beenden, okay. Wie gesagt, eine Frau ist nicht dafür gemacht, um einem Mann zu belehren, okay. Lesen wir noch ein bisschen was, okay. Wie gesagt, 1. Timotheus 2, das ganze Kapitel wirst du schon lesen. Okay, lass uns lieber mal zu Sirach gehen. 26, 12. Salach, ja. Jesus Sirach 26. Lutherbibel ist nicht so nice. Lass uns mal hier drauf gehen. Sirach 26, 12 bis 14. She'll spread her legs anywhere for any man who wants her. Okay? Und über wen denkst du, redet das? Okay? Die Frau natürlich. Okay? Und wie gesagt, Gott hat es schon in der Tora angesprochen. So geht's nicht. Okay? Es kann so nicht die Wahrheit sein. Das sagt dir sogar die Wissenschaft. Wie gesagt, die Wissenschaft. Egal. Okay? Ich hab's schon erwähnt. Just as a thirsty traveler will drink whatever water is available. Okay? A gracious wife is her husband's delight. Her abilities make him a stronger man. Okay? Das ist das, wofür eine Frau gebraucht ist. Und für Sex. Okay? Und. Aber wie gesagt, im Königreich werden wir 1000 Frauen haben. Okay? A wife who doesn't talk too much is a gift from the Lord. Okay? Und wir hörten, a woman shall remain silent, okay, in the so-called New Testament, okay. Such restraint is admirable beyond words, okay, beyond words, you see. Also so eine Frau, okay, ist im Endeffekt auch im Kingdom, okay, im Königreich spätestens, oder zur Gänze nur vorzufinden, okay? Weil in dieser Weltzeit wirst du keine gerechte Frau finden, das sagt dir Salomon, okay? Unter 1000 habe ich nur einen gerechten Mann, oder von 1000 Mann habe ich nur einen gefunden, aber bei Frauen habe ich überhaupt gar keinen gefunden, okay? Überhaupt gar keine, okay? Nicht einmal eine. Dann gehen wir zu Sirach 26, 25, okay? Wie gesagt, Frauen, die das nicht verstehen wollen, okay, dass sie im Endeffekt alle diese Männer sind oder immer mehr werden,
je mehr verschiedene Geschlechtspartner sie haben, die dann einfach grausam zerstört werden in dieser Zeit. Okay. Weil sie wahrscheinlich noch nicht mal das wissen, okay, dass es auch wissenschaftliche Grundlagen hat, okay. Deswegen müssen sie doppelt bestraft werden, okay, weil sie sich noch nicht mal informieren, okay. Okay, wie gesagt, Emotionen sind komplett unrelevant. Okay, vor allem ist die Frau sehr emotional und entscheidet sogar danach. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen Salomon schrieb, dass da keine zu finden war. Okay, sie haben einfach nicht den Geist dafür bekommen. Und wenn sie es nicht glauben wollen, dann werden sie es fühlen und spüren müssen. Okay. Sie können stolz sein, wenn sie im Mann Gottes dienen, okay, und einfach still sind, okay, dann können sie, wenn überhaupt, in irgendeiner Form auf etwas stolz sein, okay, weil wie gesagt, heute hast du sowas eher selten, okay, eine Jungfrau mit 20 oder sowas, okay, eher selten ist natürlich vorhanden, aber es ist selten und nicht mal die Jungfrauen sind gerecht, okay, wieso auch? Okay, ist, wie gesagt, ist nur für sich, dass sie jetzt da keine DNA von einem fremden Mann haben, okay, das macht sie nicht irgendwie gerechter. Es gibt ihr natürlich einen anderen Status vor Gott, okay, aber es das heißt erstmal nicht, dass sie gerechter ist oder sowas. Aber noch nicht mal niemand hat einen Grund, stolz zu sein von euch Frauen, okay? Weil ihr seid einfach nicht da, um irgendwie Gott um was zu bitten, okay? In irgendeiner Form, was euch da schafft über einen Mann, okay? Was werdet ihr, wie gesagt, noch mit Schmerzen verstehen? Übrigens, die Schmerzen, die ihr beim Kindergebären habt, stehen in der Tora drin, in den ersten Büchern in der Bibel, okay, dass es so sein soll. Und zeigt mir eine Frau, welche nicht Schmerzen hat bei der Geburt, dann kannst du mir sagen, dass die Bibel nicht wahr ist, okay. Aber wie gesagt, die meisten sind einfach zu dumm, um überhaupt irgendwas zu verstehen, okay. An eine widerspenstige Frau wird gedacht als Hund, aber die Frau, die sich schämt, wird den Herrn fürchten. Eine Frau, die ihren eigenen Ehemann ehrt, wird allen weise erscheinen. Aber die Frau, die ihren Mann mit Arroganz entehrt, okay, wird allen als gottlos bekannt sein. Siehst du? Das ist gerade das, was ich gesagt habe. Wie gesagt, als Mann hast du sowas, okay, in Recht, sie zu entlassen. Okay, als Frau hast du ganz sicher nicht sowas. Okay, weil du einfach eine Frau bist und es ist nicht ungerecht oder sowas. Wie gesagt, ich mache das zu deiner Heilung, okay, wenn du eine Frau bist. Okay, sondern es ist einfach gerecht, weil du eine Frau bist. Okay. Der Ehemann einer guten Frau ist glücklich, denn die Zahl seiner Jahre wird sich verdoppeln. Wie gesagt, Esau Edom, okay, will im Endeffekt dich mit so viel Grausamkeit und Schmerzen wie nur möglich mit in den Tod reißen. Okay. Und er wird es auch bei vielen schaffen. Auch bei vielen israelitischen Frauen natürlich, selbstverständlich, okay, vor allem bei den israelitischen Frauen, okay. Eine lauthalsige und gesprächige Frau ist wie eine Kampftrompete, einen Angriff ertönen lassen. Der Geist des Mannes, wer lebt unter solchen Bedingungen, lebt ständig im Chaos vom Schlachtfeld. Tja. Es gibt noch andere Bibelstellen, die davon sprechen, lieber mit einem Löwe im Dachboden, okay, als wie mit einer zänkischen oder boshaften Frau, wie auch immer, okay. Sollen wir den Precept rausholen? Lass ihn noch kurz rausholen, okay. Ach nee, egal. Solltest du kennen, okay. Weil im Endeffekt, okay, eine Frau ist nicht dafür da, wofür ein Mann da ist, okay, und das wird sie mit Schmerzen verstehen müssen, wenn sie lieber auf Esau Edom und seine Lügen vertraut. Weil wie gesagt, von Esau Edom, die Bibel sagt dir, dass Esau Edom alles aussucht und recherchiert sozusagen, okay, und diese Wissenschaftler waren von Esau Edom,
Und selbst Esau Edom sagt dir das, okay? Dein bester Freund, okay? Als israelitische Frau wohlgemerkt, okay? Also wie gesagt, die meisten werden es durch Schmerzen und Grausamkeit erfahren, okay? Und im Kingdom wohlmöglich dann ein gewisser Teil wird zurückkommen, neu geboren als Frau, okay? Und so weiter, ohne fremde DNA, vor allem nicht von Esau Edom, okay? Und ich sage wahrscheinlich, okay, muss nicht sein, dass die Esau Edom waren, die Wissenschaftler. Und ja, dann wird es wieder so sein, wie es eigentlich sein soll. Weil wie gesagt, die Frau tut heute noch mit Schmerzen gebären, okay. Es ist nicht anders, okay. Auch wenn du emotional das ungerecht findest, es ist so. Wieso? Weil die Frau verführt wurde, nicht der Mann. Okay, ganz einfach. Und so wird es aber leider sein, okay, bis die meisten zur Vernunft kommen. Shalom.